Ja, servus und herzlich willkommen zurück beim Joe. Heute mit einem erneuten Biertest. Und zwar testen wir das Karg-Weißbier, das helle Hefe-Weißbier. Heute an einem schönen sonnigen Tag. Ich bin froh, dass ich es bekommen habe. Ich habe sehr lange gesucht nach diesem Karg-Weißbier. Wie gesagt, ich bin nicht wohnhaft in Bayern, deswegen ist es dann immer schwierig, an die Biere der kleineren oder etwas kleineren Brauereien zu kommen. Karg-Brauerei ist natürlich auch keine komplett kleine Brauerei. Zutaten sind Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Ja, hergestellt, ne, am Staffelsee Brauerei Karg. Was kann man noch dazu sagen? 5% Alkohol. Und es gibt noch eine kleine Geschichte. Das könnt ihr auch gerne mal googeln. Und zwar Barack Obama Bier. Und dann werdet ihr ganz schnell feststellen, na, was hat denn der Barack da in der Hand? Ja, das Karg-Hefe-Weißbier. Das trinkt er da bei einem Treffen mit Angela Merkel. Gibt er sich ein genüssliches Karg-Bier. Ja, ob am Ende Alkohol drin war oder nicht, das, darüber darf man munkeln. Wir hoffen für ihn schon. Wir hoffen für ihn, dass er das probieren konnte. Es ist auf jeden Fall, ja, das Bier des Präsidenten, könnte man fast schon sagen. Und jetzt freue ich mich auch drauf. So sieht der Kronkorken aus. Warum ich mich übrigens noch so drauf freue, ihr wisst ja alle, ich bin ein ganz großer Freund und Zuschauer vom Ed. Ja, verfolge ihn einfach regelmäßig. Und er hat das Bier auch mal getestet. Das durfte ich letztens sehen und das hat dann bei mir auch nochmal großes Interesse geweckt. Deswegen bin ich sehr froh, dass ja, ein Getränkemarkt bei mir um die Ecke das Ganze auch führt. Und jetzt wollen wir gar nicht lang schnacken. Und das Ganze mal einfüllen. So. So. Ja, von der Farbe schon recht trüb, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das auch auf dem Video rüberkommt. Ich glaube schon. So. So. Ja, alles mal schön runterpurzeln lassen. Wunderbar. So. So, jetzt wollen wir das Ganze aber auch mal probieren. Ich stelle die Flasche hier mal auf die andere Seite. Und dann kommt jetzt der erste Geruchs- und Geschmackstest. Noch gut gekühlt. Oh, also sehr hefig, getreidig. Hinten kommt so ein bisschen dieser fruchtige Geschmack raus. Vielleicht so ein bisschen Nelke kann man durchschmecken. Ich weiß jetzt nicht, ob Banane da noch ein Geschmack ist, aber schmecke ich jetzt nicht so sehr. So, ich muss jetzt nochmal neu aufnehmen, weil hier wirklich die Hitze zu stark ist und dann schaltet sich das Handy hier immer wieder aus. Ich hoffe, es geht trotzdem mit dem Ton jetzt, denn ich muss hier so eine kleine Abdeckvorrichtung aufbauen. Ja, das Weißbier ist brutal stark. Also hat wirklich diesen hefig-getreidigen Geschmack. Diese leicht fruchtige Note Richtung Nelke, richtig schön ausgewogen. Also das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Würde mir jetzt mal einen Schluck genehmigen. Oh. Ja, das ist es. Das Lieblingsbier vom Präsidenten Barack Obama, beziehungsweise vom Ex-Präsidenten Barack Obama, so wollen wir es mal beschreiben. Und das Lieblingsbier von vom Ed, ich glaube, er hat mal gesagt, dass das zumindest sein Favorite Weißbier ist. Berichtigt mich da gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das hat er mal gesagt. Also das ist wirklich überragend, macht richtig Spaß, das zu trinken. Sehr angenehm, super leicht. Wirklich schön, gerade auch bei diesem Wetter. Hefig, getreidig, fruchtig.
wie gesagt, leichte Nelkennoten, optimal. Also wirklich, wenn ihr da rankommen könnt, dann holt euch das. Wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, wenn man gerade nicht in Bayern wohnt, aber vielleicht der Getränkemarkt eures Vertrauens, vielleicht bestellt ihr euch auch mal was. Also das kann ich bei mir auch immer machen. Ich hatte das Glück, der Getränkemarkt hatte das hier vor Ort und darf das jetzt noch weiter genießen. Werde es jetzt austrinken. So, das war echt lecker. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ihr auch schon mal das Karg-Weißbier probiert habt. Was sind eure Erfahrungen damit? Wie hat es euch geschmeckt? Schreibt das wirklich gerne mal unten rein. Ich werde es mir auf jeden Fall noch mal kaufen und wirklich mal ein paar immer zu Hause haben. Schmeckt echt saugut. Und ja, jetzt sage ich Dankeschön bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Schaut immer mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.